Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder von der Ahr bzw. oberhalb der Ahr. Ich befinde mich am alten Ahrer Eck am Rotweinwanderweg und wie ihr da hinten dem Schild entnehmen könnt, sind jetzt im Ende April bis Ende Mai auch wieder Rotweinwanderwegtage. Das heißt, ihr findet dort dann solche Bütchen, wo die Winzer und die Hoteliers euch verköstigen, mit Speis und Trank versorgen, wo ihr dann also die Leute aus dem Tal dann auch unterstützen könnt durch eure Einkäufe. Wir fahren heute wieder die altbekannte Strecke, die ich mit euch schon häufiger gefahren bin. Wir fahren also von Walportsheim bis ungefähr Hönningen. Und ich möchte eins vorwegnehmen, ich hatte mir wieder ein bisschen mehr Fortschritte erhofft, habe dann allerdings festgestellt, als ich hier ein bisschen rumgelaufen bin, auch in Altenahr rumgelaufen bin, dass doch sehr viel Bautätigkeit ist und dass insbesondere an den Gebäuden, die wirklich ganz vorne an der A-Kante stehen, dass da häufig noch ja, nichts passiert ist, wenig passiert ist, dass auch zu verkaufen Schilder drinstehen. Aber ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen hier im Vorfeld. Schaut euch das einfach zusammen an, meinen Live-Kommentar, den kriegt ihr natürlich dazu gleich mit. Und dann schreibt mir auch gern unten in die Kommentare, wie ihr das seht, ob ich da jetzt zu negativ war oder ob ihr auch mehr erwartet hättet. Lasst das einfach mal auf euch wirken und schreibt mir das unten rein. Wir beginnen natürlich wie immer in Walportsheim, also das Örtchen, das durch den Einsatz von Herrn Markus Wipperfürth und auch diversen anderen Helfern, Wilhelm Hartmann und so weiter, eine gewisse ja, Berühmtheit, nenne ich es mal, erlangt hat. Das war sehr häufig in den Videos ja zu sehen, von Herrn Wipperfürth und auch von Herrn Hartmann und diversen anderen. Hier habe ich ja auch meine Fahrten immer begonnen, deswegen machen wir das natürlich auch heute. Wir fahren jetzt also durch Walportsheim und was ich bisher schon sehen kann, ist, dass hier so auf den ersten Blick doch sehr viel erfolgt ist. Es sieht deutlich besser aus, auch jetzt im Vergleich zum letzten Oktober. Die meisten Häuser sind neu verputzt, neu gestrichen. Das sieht hier wieder sehr schön aus. Am Broxeter Gebäude wird noch fleißig gearbeitet. Auch hier passiert einiges. Oh, und es hat auch geöffnet, sehe ich gerade. Also das Gasthaus St. Peter ist auch wieder geöffnet hier in Walportsheim. Auf der großen Fläche, wo das Zelt stand, wird auch fleißig gearbeitet. Also hier der erste Eindruck heute recht positiv. Da ist also jetzt schon sehr viel passiert. Am Venetum wird noch gebaut. Aber auch da das untere Stockwerk, neue Fenster sind drin, sehe ich überall. Also auch da geht es voran. So, und jetzt kommen wir dann gleich runter an die A, zu der Baustelle, die ich euch ja schon mehrfach gezeigt hatte. Zu der ehemaligen Baustelle, zu dem Hauptrevier der Firma Zintelbau. Hier ist eine Behelfsbrücke inzwischen errichtet worden. Das war ja auch so eine improvisierte. Da drüben ist ein Therapiehof, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Also hier gibt es inzwischen eine kleine Brücke. Und die Straße, ja, an der wird noch fleißig gearbeitet. Das Geländer ist aber jetzt zu großen Teil wieder gerichtet. Die A fließt dort unten friedlich vor sich hin. An der bunten Kuh wird auch noch gearbeitet. Das Schild ist aber neu. Sieht fast so aus, als wäre sie auch wieder geöffnet. Das ist ja ganz wichtig, dass auch die
Restaurants hier unten und die Weinschenken und Stuben alle wieder geöffnet werden, damit es halt weitergehen kann. Die Flutwein-Fotoausstellung, beziehungsweise die Flut-Fotoausstellung, kommen wir gleich drauf zu. Dieses Hotel hier ist weiter entkernt. Mal gucken, wie es da weitergeht. Also hier links ist die Flutausstellung, da ist auch eins der Autos ausgestellt. Hier auch fleißig Bautätigkeit, wird auch neu aufgebaut, die Garage ist neu aufgebaut. Also ziemlich viel zu Gange, was ich jetzt noch nicht gesehen habe. Die Bahn will ja bis 2025 wieder fahren. Da sehe ich aktuell allerdings noch keine Vorbereitungen zu. Jetzt kommen wir nach Marienthal. Da sieht man auch dieses eine Haus hier. Na doch, inzwischen hat es neue Fenster. Unten wird auch hier fleißig repariert. Bei dem, ja, mal gucken, was damit noch wird. Also hier sind noch so ein paar, wo ich noch nicht ganz weiß, wie es weitergehen soll. Die scheinen auch zum Teil sind sie bewohnt, zum Teil sind sie unbewohnt. Da ist auch noch ein komplett kernsaniertes bzw. entkerntes, so rum ist das richtige Wort. Und da hinten sind schon Neubauten drin, komplett neu hochgezogen. Interessant, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, so dicht an der A. Aber gut, die Baupläne sind gemacht, die Auflagen sind gemacht. Ich gehe mal davon aus, dass die dort auch eingehalten werden bei den Neubauten. Und so wie ich es mitbekommen habe, ist, wenn man auf den Grundmauern wieder aufbaut, das auch zulässig. Also man muss da nicht neu, das komplett neu beantragen, sondern das darf man dann halt. So eine Art Bestandsschutz scheinbar. Das hier soll eigentlich auch noch abgerissen werden. Das, was ihr hier rechts seht, ist auch alles vorbereitet zum Abriss. Ja, jetzt stand da ein Schild, wir renovieren ihr Zuhause. Keine Ahnung, ob das wirklich renoviert werden soll. Hier rechts in Dernau die Häuser. Ja, auch ein paar, wo schon relativ viel passiert ist und einige, wo es immer noch recht leer aussieht. Das sind halt hier die, auch die es dann natürlich auch am schlimmsten erwischt hat. Wo zumindest dann die unteren Stockwerke noch immer nicht bewohnbar sind, offensichtlicherweise. Ja, hier ist noch so einiges, das tatsächlich ziemlich im Argen liegt. Ein paar sind dann immer dazwischen, wo schon wieder viel gemacht ist, aber ja, da fand ich, ja, an manchen Stellen ist der Vorsprung schon recht gut, an manchen noch gar nicht. Ich habe jetzt auch gar nicht vorne auf die Shell-Tankstelle geachtet, fällt mir gerade ein. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt komplett abgerissen war. Eigentlich hatte ich die doch immer gesehen. Naja, das müsste man dann auf dem Videomaterial nochmal sichten. Jetzt fahre ich erstmal kurz hoch nach Dernau und mache nochmal so eine Übersichtsaufnahme. Aber den Weg nach da oben, ja, den kennt ihr eigentlich jetzt inzwischen zur Genüge. Das ist nicht so wirklich spannend. Das ist jetzt halt alles hier am grün werden. Wir haben Anfang Mai, aber auch hier hängt die Natur natürlich ziemlich hinterher aufgrund des, ja, richtig kalter Winter war es ja nicht, aber es war halt lang, es war lang feucht, es war wenig Sonne. Da wollen dann auch die Weinberge noch nicht so wirklich grün werden. Also ich fahre mal oben zum Aussichtspunkt und wir sehen uns dann unten an der Kreuzung wieder. Also der Blick von hier oben brachte dann schon, ja, ich sag mal, die eine oder andere neue Erkenntnis. Also es sind deutlich mehr Bautätigkeiten zu sehen, wenn man halt von hier oben schaut, nicht unten direkt an der A. Da hatte ich euch ja gerade auch schon mitgenommen, dass definitiv an einigen Stellen noch, wo noch wenig bis gar nicht passiert ist, aber hier im hinteren Bereich sind die Baulücken dann doch, ja, recht gut wieder gefüllt. Das sind ja auch mehr so die zurückgezogenen Regionen gewesen.
wo es ja auch durchaus Sinn macht, wieder zu bauen. Denn ja, es wird weiter Hochwasser geben an der Ahr. Es gab schon immer Hochwasser an der Ahr. Aber wenn man da sich ordentlich drauf vorbereitet, dann sollte das da weiter hinten, zumindest bei den Gebäuden, jetzt nicht so das Riesenproblem darstellen. Hier links bzw. geradeaus, das war der riesige Müllabladeplatz. Der ist inzwischen komplett beräumt. Hier rechts die Gartenlandschaftsbau-Vermietfirmen, die sind alle noch da, logischerweise. Es ist ja auch immer noch mehr als genug zu tun. Hier links das Lager, ich glaube, das ist das von Meyer-Näckel gewesen. Das scheint auch wieder in Betrieb genommen zu werden. Auch hier wird neu aufgebaut. Hier wird neu aufgebaut. Das ist sogar eine komplett neue Halle, die da gerade hingesetzt wird. Hier wird auch neu aufgebaut bzw. weiter aufgebaut, ich nenne es mal so. Also da ist einiges am Tun. Hier ist ein großer Bagger, der ja, einen Weinberg gerade zieht, keine Ahnung. So, jetzt kommen wir nach Rech. Rech ist das Einzige, wo ich euch jetzt, weil ich was vorher gelesen hatte, schon was Neues zu erzählen kann. Ansonsten hatte ich ja gesagt, habe ich mich nicht wirklich vorbereitet auf die Fahrt. Ich lasse das komplett auf mich wirken. Rech ist der einzige Ort Deutschlands, jedenfalls stand das so in der Zeitung, der inzwischen zu 100% mit Glasfaserkabel versorgt ist. Also die haben hier überall, jedes einzelne Haus hat hier jetzt superschnelles Internet, weil die Telekom hier die Kabel, die sie komplett neu buddeln mussten, alle gleich auf Glasfaser umgesetzt haben. Also hier gibt es jetzt das schnellste Dorf Deutschlands, wenn man so will. Immerhin ein Vorteil. Ansonsten auch hier das gleiche Bild, wie ich es gerade auch schon in Dernau hatte. An vielen Ecken ist schon viel passiert und gebaut worden. An anderen fehlt dann doch noch einiges. Hier die Nepomuk-Brücke. Der Streit geht weiter. Sorry, wenn ich zwischendurch immer mal so Schnitte drin habe. Die Kamera spinnt heute ein bisschen. Da werden Erdhaufen gerade noch gesiebt und geschreddert. Hier ist die Unterführung. Hier wird der nächste Weinberg. Oder ja, ist eigentlich noch gar kein richtiger Berg. Also das sind diese Flachlagen, die komplett weggespült wurden. Auch mit dem Winzer gab es ja ein Interview mit dem Herrn Wipperfürth, der hier auch seinen kompletten Wingert verloren hatte. Das wird auch gerade wieder alles neu aufgebaut. Die zwei Brückenköpfe der Bahn und die Tunnel, wo dann auch einer, meine ich, auch ein Radwegstunnel war. Das Restaurant wird auch weiter aufgebaut, ist aber auch noch in einem nicht so guten Zustand. Die Straße ist inzwischen wieder komplett fertig und die Ahr, ja, fließt da unten friedlich in ihrem Bett. Die Kläranlage von Maischoss ist weiterhin nicht in Betrieb. Aber hier sind jetzt sämtliche Ufermauern wieder komplett aufgebaut, auch hier unten. Die Weinberge werden gerade neu gemacht. Also hier ist wieder einiges am Bauen. Schauen wir mal, wie das jetzt in Maischoss aussieht. Da ist immer noch vom Roten Kreuz die Trinkwasserbereitung. Hier sind jetzt die Gebäude, wo ich das letzte Mal noch sagte, keine Ahnung, was damit passiert, ist zumindest komplett eingerüstet, soll also nicht abgerissen werden scheinbar. Hier rechts ist auch ein improvisiertes, eine improvisierte Galerie. An den Häusern sind auch Fahrzeuge, Baufahrzeuge. Hier ist ein Haus zu verkaufen. Der Schlecker da hinten ist immer noch komplett leer. Also da ist noch einiges im Argen. Theoretisch soll hier auch irgendwo sogar eine Ladesäule sein. Die müsste ich scherzeshalber auch mal suchen. Oder hatte ich die das letzte Mal sogar schon gefunden? Ich weiß es nicht. Die Parkplätze an der A sind zum Teil wieder hergerichtet. Hier sind dann auch wieder diverse Häuser, wo noch nicht viel passiert. Ist auch immer ganz schwer zu sagen. An manchen ist innen was
am Werden, andere sind außen, das gebaut wird. Hier ist die Winzergenossenschaft, die wird ja zum Teil komplett weggerissen. Da hinten ist ein kompletter Neubau schon drin, sehe ich gerade. Der kleine Kiosk ist inzwischen auch weg. Der Bahnhof von Maischoss, der steht immer noch. Und hier hinten ist auch der Wohnmobilparkplatz, der große. Das ist alles wieder hergerichtet worden. Soweit ich das mitbekommen habe, sind auch sämtliche Campingplätze und Wohnmobilstellplätze alle die Auflage, dass sehr schnell beräumt werden können muss. Also die dürfen wieder errichtet werden zum Teil, aber sie müssen sehr schnell räumen können, wenn denn mal wieder was passiert. Hier wird ein Spielplatz aufgebaut. An der Lochmühle ist auch einiges am passieren. Hier sah es ja noch richtig übel aus, aber immerhin ist es eingerüstet. Es sind neue Fenster zum Teil drin. Die Mühlenschenke sieht immer noch übel aus. Ich glaube auch nicht, dass da noch viel dran zu retten ist. Aber da lege ich mich inzwischen nicht mehr fest. Hier links das Hotel, hatte ich euch ja auch schon mal gesagt. Da ist jetzt wirklich nur noch der Schuttberg von übrig. Das ist komplett weg. Hier ist auch das erste neu verputzte Haus, das Fachwerkhaus hatten wir das letzte Mal gesehen. Da wird angefangen, die Fachungen neu auszufachen. Ja, die Dörfchen werden dann zum Teil halt auch kleiner, zwangsläufig. Da sieht man noch rechts die Wasserkante recht gut. Aber auch das ist bewohnt, das ist eine neue Wärmepumpe davor. Also hier Maischoss Lach. Da ist ein großer Kinderspielplatz neu gebaut worden. Also es sind Stellen, habe ich jetzt eigentlich die ganze Zeit so beobachtet, wo schon ja, eigentlich alles wieder fertig ist. Oder einzelne Gebäude, die fertig sind, einzelne Teile, die fertig sind. Und dann kommen wieder welche, wo noch gar nichts passiert ist. Auch hier Reimertshofen, wenn man reinkommt, das erste Gebäude gleich. Das sieht mir immer noch so aus, als ob so gar nichts passiert wäre. Das hier oben drüber, da ist der Briefkasten zugestopft bis oben hin. Und es ist auch immer noch, die Fenster sind zugenagelt, also das ist definitiv leergezogen. Links wird gerade die Uferböschung wieder neu befestigt. Das war im Oktober ja auch schon, da waren sie, glaube ich, hier vorne am Bauen. Also hier wird die Uferbefestigung komplett neu gemacht, die hat es ja auch komplett weggerissen. Und auch da, wenn ihr das jetzt vorne geradeaus seht, das Haus ist wieder bewohnt. Die Solaranlage auf dem Dach scheint flupneu zu sein, aber scheinbar hat sich noch niemand gefunden, der es verputzen möchte, weil auch da seht ihr dann noch die Wasserhöhenkante. Und naja, ihr seht es selber und wenn nicht, kann ich euch das auch noch mal erzählen. Also das Wasser stand hier bis kurz unter der Dachterrasse, die da ist, oder dem Balkon. Attika nennt sich sowas, glaube ich. Also steht bis über die Fenster des, ja, ist das Erdgeschoss, erster Geschoss. Es ist ja in den Hang reingebaut. Kann man sich darüber streiten, wie man das nennen will. Also ihr seht die Fensterkante und direkt drüber war dann auch die Wasserkante. Das ist schon übel gewesen. Hier, das ist inzwischen alles weggerissen. Da war wohl nichts mehr zu retten. Das Kirchlein soll meines Wissens, ja, das ist kernsaniert, das ist entleert. Das wird, glaube ich, wieder aufgebaut. Hier sind auch noch die Reste an der Wand sichtbar, wo dann der Schlamm aus dem ersten OG rausgeschmissen wurde. Also diese Resthöhen sind immer noch sichtbar. Vielleicht lässt es auch sogar der ein oder andere dann auch dran, damit man es auch immer noch mal sehen kann. So, und jetzt kommen wir dann zu den Tunneln von Altenahr. Die Straße ist wieder komplett hergerichtet, ist auch komplett frei befahrbar, also nicht wundern, dass wir hier langfahren. Man darf wieder hier offiziell langfahren. Es ist wieder eine Bundesstraße, die für jeden zugelassen ist. Ich werde mal gucken, mir die Zeit nachher noch reicht, dann laufe ich auch noch mal hoch zur Burg, dann können wir auch oben auf die beiden Brücken drauf gucken, auf die Bahnbrücke und die Radbrücke.
Hier wird die Kläranlage natürlich neu aufgebaut. Oder es ist immer noch das Provisorium des Deutschen Roten Kreuzes. Ja, es ist noch immer das Provisorium. Hinten die große Kläranlage von Alten A ist noch immer nicht in Betrieb. Das Haus hat ein neues Tor. Gehe ich also mal davon aus, dass es auch bleibt. Das ist jetzt hier der Straßentunnel, der komplett überflutet war oder unterflutet, wie immer man es nennen will. Auf jeden Fall war er nicht mehr sichtbar. Die Parkplätze unten an der A werden langsam wieder eingerichtet. Das ist auch schön zu sehen. Da können wir nachher vielleicht mal gucken, ob wir da auch ein Plätzchen kriegen. Und mal kurz ein bisschen einen Schritt hier lang laufen. Das Gebäude links ist inzwischen wieder fertig, denke ich. Rechts sieht es auch wieder nicht so schön aus. Da ist noch viel zu tun. An dem Hotelrestaurant Santana sind Bauarbeiten zugange. Hier die Straße ist auch wieder, ja, es ist immer ein sehr gemixtes Bild. Es sind Häuser und Gebäude komplett neu gemacht, wie auch hier links. Das Haus Ruland ist komplett gemacht und die danach, ja, sind in Arbeit. Zum Teil sieht es aber immer noch so aus, als ob schlicht und einfach wie hier diese zwei Hotels, Gasthäuser, wo immer noch so überhaupt nichts passiert ist. Das sieht dann natürlich immer sehr traurig aus. Auch im Hotel Lang ist nichts weiter passiert. Immerhin hier vor dem Gebäude stehen jetzt dann auch stehen Gerüste, das heißt, da passiert was. Hier kommen dann wieder zwei, die sind immer noch kernsaniert, wo nichts passiert. Der Friedhof, der ist natürlich wieder voll hergerichtet. An den Brücken wird jetzt gearbeitet. Inzwischen, ja, sie wird wohl auch abgerissen. Also die Brücke, da wollte ich eigentlich mit euch nachher nochmal rüber. Das wird dann heute nichts, denn auch diese Brücke wird jetzt dann doch abgerissen werden müssen. So, Alten A sind wir durch, jetzt also Altenburg. Mal gucken, was uns hier erwartet. Da haben wir auch einen komplett, na, das war ein Kern, glaube ich, das ist jetzt auch frisch. Ja, also Altenburg, war schon wieder ein kleiner Kameraaussetzer, sorry. Hier wird auch fleißig gebaut an der Behelfsbrücke. Hier die Häuser sind jetzt doch weg. Ich hätte schwören können, beim letzten Mal wurde an denen renoviert, beziehungsweise ach, an den kleineren hier wurde renoviert. Die größeren sind jetzt doch weg. Das war fast zu erwarten. Hier sind auch noch, ja, Haus zu verkaufen. Ich glaube nicht, dass sich allzu viele das geben werden, sich jetzt gerade hier auf der Ecke dann ein Haus zu kaufen. Da sind auch weitere in den Rohbau zurückversetzte, wo noch nicht viel passiert ist. Da oben, oh, da baut jemand ganz weit oben. Da steht eine große Raupe. Der geht auf Nummer sicher und baut ein bisschen höher jetzt, was natürlich auch durchaus Sinn ergibt. Dann fahren wir jetzt mal weiter durch den Tunnel. Hier sind auch die ganzen Schutthaufen. Die sind inzwischen allerdings nur noch Schutthaufen. Also nicht Schutthaufen, sondern Erdhaufen, sorry. Durch Kreuzberg ist wieder gesperrt. Da wird wieder gebaut. Ach ja, da werden Leitungen verlegt, sehe ich. Okay. Da passiert also auch einiges. Dann fahren wir jetzt durch den Tunnel weiter die A entlang. Oh, was ist hier los? Da hat es wohl gerade einen Unfall gegeben, würde ich mal schätzen.
aber gleich die Kamera aus. Das sieht mir aus, als hätte es da einen Unfall gegeben. Da rennen gerade ganz viele Leute hin. Das wollen wir nicht filmen, noch kann man davon aber nichts sehen. Ihr seht hier rechts Kreuzberg, die Fundamente von dem Haus des ehemaligen Campingplatzes, hinten der Bahnhof rechts. Der Zug ist inzwischen allerdings lange weg. Der wurde abtransportiert Richtung Ahrbrück, über Ahrbrück, genau. Da wurden extra Schienen hingelegt. Und dann wurde er abtransportiert. Rechts der Campingplatz, das hatte ich auch schon mal das letzte Mal gesagt, wieder soweit vorbereitet. Die Kabel und alles liegen. Der könnte also dann wieder in Betrieb gehen. Ja, und ich guck mal, nee, ich gucke eben nicht, weil das sind jetzt genügend Leute ausgestiegen, die sich da um die Verunfallten kümmern. Ich mache euch jetzt mal aus und filme nachher dann weiter. Ja, nicht so schön. Es war genau, wie ich es befürchtet hatte, ein Motorradfahrer. Schien mir ohne, in Anführungsstrichen, Fremdverschulden gewesen zu sein. Vielleicht hat er sich beim Überholen verschätzt oder in der Kurve ausgerutscht. Lag in einer stabilen Seitenlage am Straßenrand. Es haben sich aber diverse Leute um ihn gekümmert. Ja, kann ich nachvollziehen. Beziehungsweise, falsch, kann ich nachvollziehen. Da läuft es mir immer noch kalten Rücken runter bei sowas, weil habe ich auch hinter mir mehrfach. Ihr wisst, hatte ich ja schon mal erzählt, dass ich den Helm inzwischen an den Nagel gehängt habe, und immer wenn ich solche Szenen sehe, dann ja, war wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Wer weiß, wie es mir irgendwann mal gegangen wäre. Aber jetzt also weiter an der A entlang. Die Vögel, die Wasservögel sind alle wieder da. Ich habe schon diverse Reiher gesehen. Das da unten sah mir gerade fast aus wie ein Fischadler. Ich weiß gar nicht, ob das hier eine Ecke für Fischadler ist. Naja, auf jeden Fall ist hier einiges wieder zurückgekehrt. Das Campingplatz Gut Pützfeld, der wird meines Wissens nicht wieder aufgebaut. Hier ist, hier entsteht dann die nächste neue Kläranlage für Ahrbrück wahrscheinlich. Ich denke mal, die hat es auch betroffen, die Bestandsanlage. Jetzt also nach Ahrbrück. Hier rechts wird auch ein Haus neu gebaut. Die Märkte hier, die sind alle wieder neu und in Betrieb. Ja, da sind auch, da ist auch ein Betrieb wieder in Betrieb. Bescheuertes Wort. Ja, ein Gartenlandschaftsbauer, glaube ich. Zum Teil auch noch kernsanierte Häuser oder entkernte Häuser, aber hier Ahrbrück, das eigentlich so ziemlich alles schon wieder neu verputzt. Ich glaube, da stand jetzt gerade mal ein leeres. Ansonsten sieht das hier deutlich besser aus. Apotheke neu gebaut. Hier ist noch, na, das ist nur schmutzig, es ist aber bewohnt. Ja, ich würde fast sagen, hier in Ahrbrück sieht es aktuell noch am besten aus. Hier links sind, ja, hier sind noch zwei, drei verrammelte Häuser. Ja, hier sind also ein, zwei, die noch nicht so gut aussehen. Das wird, oh, da passieren gerade ein paar Durchbrüche. Da werden wohl neue Mauern reingesetzt, Fenster reingesetzt. Ah, hier ist auch die heiße Theke gebaut. Drüben, die Häuser sind auch die, die stehen bleiben konnten. Da sieht es auch ganz gut aus. Die Aral war ja das letzte Mal schon wieder in Betrieb. Also hier in Ahrbrück würde ich jetzt fast mal behaupten, ja, das Gasthaus ist immer noch zu verkaufen. Ja, würde ich jetzt mal so aus dem Bauch raus sagen, hier in Ahrbrück ist am meisten passiert. Wobei immer dran denken, das kann natürlich auch tierisch täuschen, da werden komplett neue Häuser gerade gebaut, sehe ich auf der rechten Seite. Andere sind komplett fertig gemacht, da steht auch noch so ein Tiny House. Ja, hier ist relativ viel wieder passiert in Ahrbrück. Dann fahren wir noch kurz bis Hönningen und dann denke ich mal,
drehe ich. Na, drehen ist doof. Dann komme ich an der Unfallstelle wieder vorbei. Na, ich muss mal gucken, wie wir das dann gleich machen. Da vorne ist ein Gleitschirmflieger. Also auch Freizeitaktivitäten sind wieder im Gange. Obwohl Gleitschirm wird wahrscheinlich ein Motorgleitflieger sein. So wie er sich bewegt. Naja. Das Café Rückenwind, also der Motorradtreff, geht wieder. Die Ortsdurchfahrt Hönningen ist jetzt gesperrt. Na gut, da ging die ganze Zeit der ganze LKW-Verkehr durch. Da kann ich mir vorstellen, dass da jetzt ein bisschen renoviert werden muss da oben. Ja, wie finde ich jetzt den aktuellen Zustand? Ich habe ehrlich gesagt, es ist immer noch ein Hin- und Hergerissensein. Also an ganz vielen Ecken, hatte ich euch ja auch schon gesagt, sieht man schon sehr viel. Da ist schon ganz viel passiert. Und an ganz vielen anderen Ecken, da ja, sieht es halt noch aus wie kurz nach der Flut, als halt alles entkernt wurde und dann die Leute weggegangen sind. Aber ich glaube, das ist halt auch einfach so, dass ganz viele Leute weggegangen sind und auch nicht wiederkommen wollen. Es waren ja auch einige Stellen, wo dann stand, Haus zu verkaufen beispielsweise. Hatte ich euch ja auch erzählt, dass diverse Gebäude, wo dann dran steht, Haus zu verkaufen. Inwieweit es einer dann kaufen will mit der Vorgeschichte, kann, will und werde ich nicht beurteilen. Hier die Bauten sind jetzt komplett soweit durch, glaube ich. Na, da hinten wird noch eins gebaut. Also in Hönningen, die sind jetzt auch schon recht weit. Und ich glaube, von der Rundfahrt soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Ich gehe jetzt gleich auf den kleinen Parkplatz, gucke mal, ob ich vielleicht auch noch ein Stück runter an die Ruhr, sage ich schon. Pff, Blödsinn, ich wohne an der Ruhr. An die A natürlich komme und euch da noch ein, zwei Szenen dann mitbringen kann. Eigentlich geht da hinten, ach nee, das wird der neue Radweg sein. Ach so, der Radweg, ja, der sieht zum Teil durchaus schon wieder richtig gut aus. Auch der ist wieder neu angelegt. Ist schon verrückt, wie friedlich die A da unten rumfließt. Kann man sich kaum vorstellen, was für eine Gewalt sie entwickelt hat. So, Liers Oblias ist gesperrt. Da fahren wir mal kurz hin, dass ich da mal wenden kann. Ja, soweit also mal die heutige Runde von Walpurgisheim bis Hönningen an der A entlang. Ich denke, ihr habt gesehen, dass ja, es so ein Mixmax ist. Also an ganz vielen Stellen ist ganz viel gemacht, an anderen Stellen ist immer noch mehr oder weniger der gleiche entkernte Bruch übrig, behaupte ich mal. Also der ganze Schmutz, der Staub, der Dreck, das ist natürlich alles inzwischen behoben. Aber es ist an ganz vielen Stellen noch, wo einfach nichts passiert ist. Ja, ich kann euch jetzt zum Beispiel einfach auch mal zeigen, das Gebäude der Telekom in Altenahr. Das ist ein öffentliches Gebäude, deswegen habe ich da keine Hemmung, da drauf zu filmen. Da seht ihr, das ist noch im gleichen Zustand wie immer. Die Telekom hat hier schon einen Top-Job gemacht. Es ist alles gut versorgt wieder. Man hat hier Telefon, man hat hier Mobilfunk. Aber dieses Häuschen, keine Ahnung, das wird wohl irgendwann auch mal abgerissen werden. Es sieht aber halt alles noch sehr traurig aus. Und auch, ihr habt es gesehen, wahrscheinlich die Restaurants und Hotels, gerade in Altenahr, sind zum Teil noch immer ja, in einem bemitleidenswerten Zustand. Auch wenn ich zum Teil inzwischen Schilder gesehen habe, wir bauen doch wieder auf, wir fangen wieder an. Erfreut euch unserer neuen Konzepte, sowas in der Richtung. Ich muss mal schauen, ich habe auch noch ein zweites Video, unter Umständen bringe ich euch das auch demnächst noch. Da bin ich mal die andere Richtung gefahren. Ich habe nämlich mal geschaut, wie lang braucht man von A-Dorf bis Altenahr, also bis hier runter. Wie viele Kilometer sind das? Weil es hieß ja auch immer, dass es ewig lang gedauert hat, bis die A hier war und es eigentlich mehr als genug Zeit gewesen wäre, um die Leute zu warnen. Ich will da nicht drüber urteilen, wer wen hätte wann warnen sollen. Das sollen andere entscheiden. Ich zeige euch einfach mal,
welche Strecke das ist. Ich bin die selber auch noch nicht gefahren, weil die Straße von Schuld bis Fuchshofen war sehr lange gesperrt. Jetzt ist das alles wieder frei, jetzt ist das alles befahrbar. Schreibt mir das auch gerne unten rein, wenn ihr das auch mal sehen mögt, wie es so am Oberlauf der A aussah, bis hier runter dann nach Altenahr. Für heute soll es das aber mal wieder gewesen sein. Von eurem Stefan Lenz.